Moin Moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Shadowgun Wargames Video hier auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich euch heute den Premium Skin für den guten Slate vorstellen, denn ich habe ja insgesamt 5 Premium Skins von dem Entwickler dieses Spiels Madfinger Games gratis geschenkt bekommen als kleines Dankeschön dafür, dass ich Videos zu diesem Spiel gemacht habe. Und diesen Skin, den ihr hier seht, und zwar Topaz Ranger, den habe ich bis jetzt zumindest noch gar nicht irgendwo gesehen zum Kaufen oder zum Freischalten. Das heißt, ich habe ihn weder im Battle Pass gesehen noch im Shop bis jetzt. Ich weiß jetzt aber auch nicht so genau, weil das Spiel noch so neu ist, wie oft sich dieser Shop aktualisiert. Auf jeden Fall glaube ich, ist das aktuell ein Premium-Skin, den man eigentlich noch gar nicht bekommen kann. Und den möchte ich euch gleich einmal direkt in einem Gameplay zeigen. Den habe ich mir selber auch noch gar nicht angeguckt und nur hier im Menü gesehen. Hier kann ich leider den Helden nicht irgendwie nach links und rechts drehen oder so, um den Skin anzugucken. Wäre für die Zukunft. Auf jeden Fall, by the way, ein schönes Feature und wir schmeißen uns direkt jetzt mal in die erste Runde rein und gucken uns zusammen diesen Skin an. So, hier kann man den jetzt schon mal ein bisschen in Nahaufnahme sehen. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Ich bin gleich mal auf die Waffe gespannt, wenn wir direkt in der Runde sind. So, dann wollen wir mal schauen. Das sieht so ein bisschen aus wie, oh geil, so schwarz-gelb, fast schon vergoldet. Das finde ich auf jeden Fall echt cool. Tatsächlich sogar besser als wie den Skin vom Revenant. Der Skin jetzt für den Körper ist auch cool, auf jeden Fall, sieht geil aus, aber bringt einem ja nicht ganz so viel, weil das ein First-Person-Shooter ist und man das einfach in der Regel nicht sieht, wie das aussieht. Na komm, dich kriege ich locker. Easy. Okay. Aber die Waffe, das finde ich tatsächlich echt cool, muss ich sagen. Der gefällt mir besser, oder anders gesagt, noch besser, als ich es erwartet habe. Ist ein cooles Teil und das war nur ein Assist. Ja, schöne Sache auf jeden Fall, wenn man ins Visier geht. Ich weiß gar nicht, ob dann hier dieses... das Visier dann irgendwie anders aussieht. Keine Ahnung, ich gehe hier fast nie ins Visier in diesem Spiel. Das lohnt sich hier immer nicht so wirklich, finde ich. Außer wenn man Sniper ist, so wie sie hier. Jetzt gucken wir mal. Da ist der nächste. Komm. Ah, ein Assist. Na gut, egal. Da sind die nächsten. Den habe ich nicht bekommen. Komm. Oh, ich muss weg, ich muss weg. Ich wollte Leben regenerieren. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Naja, egal. Mal gucken, vielleicht ist hier drin nochmal ein großes Medikit. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und auch nochmal die Fähigkeiten voll auffreshen, wollte ich sagen, damit ich wieder 2 Granaten habe. Oha, hier sind aber viele. Okay. Na gut. Oh, da wird gesniped da hinten. Da muss ich aufpassen. So. Oh, das hat sie auf jeden Fall gut gelegt. Aber mein Schuss war besser gelegt. Ah, schade. Habe ich die Granate versemmelt und gehe aus Versehen ins Visier. Ah, ich hoffe, die hätten da auch bald, oder fügen besser gesagt, einen Anvisier-Button hinzu. Würde ich besser finden, als so wie es jetzt ist. Aber das habe ich schon mal gesagt. So, nochmal schnell Leben holen. Zack. Noch ein bisschen Muni, kann nie schaden, bevor sie mir ausgeht. Und ja, einmal die Fähigkeiten wieder aufgefrischt. Na komm, komm. Das kriegen wir. Geht doch. Who's next? Ah ja, von hier. Haben wir auch mitgenommen. Schön den Kill abgestaubt. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Gesundheit. Na gut, er flieht, dann tue ich das auch. Ein bisschen regenerieren. Aber Alter, es steht 23 zu 5 aktuell. Das ist ja schon wieder mal eine knackige Runde. Na komm, sie checkt mich noch nicht. Wo von hinten? Oh, Alter, obwohl ich geblendet war, mit richtig viel Glück habe ich sie trotzdem noch bekommen. Oh, jetzt kriege ich von hinten. Ah. Assist, na gut, aber ich konnte ihr wenigstens noch das Leben vor der Nase wegschnappen. Die hätte einfach nur 2 Schritte zur Seite gehen müssen, da hätte sie direkt Medikit gehabt. Und zwar ein großes. Komm, 28 zu 8. Den Rest rocken wir auch noch. 29 zu 8, einer noch, komm. Na, dich kriege auch noch. Yeah! Nice, einmal kurz dabben. Hier. Ja, Alter, war mal wieder eine Flawless-Victory-Runde, wo ich nicht ein einziges Mal gestorben bin. 15 zu 0, Alter, was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt.
irgendwie scheint mir dieses Spiel zu liegen. Also ich kann es mir nicht so genau erklären. Wahrscheinlich, weil es noch nicht so eine riesengroße Spielerschaft von gestörten Spielern hat, die das den ganzen Tag spielen, so wie, keine Ahnung, Call of Duty Mobile oder so. Auf jeden Fall eine richtig nice Runde. Mal gucken, schafft es jetzt nochmal hier einen Rang aufzusteigen? Ich glaube nicht. Nee, das reicht nicht. Nur die Hälfte. Na gut. Okay, das war auf jeden Fall meine Meinung und mein erster Eindruck zu dem Skin von Slate. Ich kann euch das nochmal ganz kurz hier zeigen. Der heißt Toppers Ranger, nochmal zur Erinnerung. Ich persönlich, ist natürlich immer Geschmackssache, finde den tatsächlich richtig nice. Die Waffen sehen wirklich cool aus, simpel, aber echt schick, finde ich. Bisher fand ich so von dem Helden her, den Skin für den Helden, den hier auf jeden Fall richtig geil. Galaktischer Räuber, den habe ich ja, wenn mich nicht alles täuscht, über den Season Pass freigeschaltet, über den Battle Pass. Da sehen die Waffen auch echt cool aus. Ich kann euch das leider wieder nur so zeigen, aber egal. Und ja, den kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Meiner Meinung nach ist natürlich immer Geschmack. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich habe gerade gesagt, ist übrigens Geschmack. Aber ist ja auch egal. Geschmackssache. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Hoffentlich bis ganz bald. Bis zum nächsten Video und ciao, ciao.